So, liebe Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. Und wir haben jetzt übernachtet, haben geschlafen, haben uns ein bisschen regeneriert. Ich will jetzt wissen, was in der Kiste drin ist. Ist ja jemand, ne? Da hier Schlossklacken leicht steht, werde ich das jetzt mal angehen mit Maus und Tastatur. Oh. Entriegelt. Läuft. Groschen. Hasenfleisch lassen wir drin. Braucht kein Mensch. Ach, das haben wir jetzt auch gleich. Da ist gar nichts drin. Schade. So, gut. Wir haben nichts getan. Wir wollen nach Utschitze. Uschitze, glaube ich, heißt es, ne? Dementsprechend wandern wir jetzt mal da hoch. Und gucken mal, dass wir da ein bisschen schreiben und lesen lernen. Da vorne ist noch das Badehaus. Wie gesagt, hier in Tallenberg kennen wir uns ja ein kleines bisschen aus. Da waren wir ja zu Anfang mal. Haben wir aber auch noch vieles zu entdecken. Ich will jetzt erstmal gucken, dass wir so ein bisschen die Quests abarbeiten, die uns hier so, die wir bis jetzt haben, bevor wir uns dann neue holen. Und nach Utschitze müssen wir sowieso, weil da auch die Hauptquest weiterläuft. Da müssen wir ja einen hinkenden Typen finden, der da am Überfall beteiligt war. So, da hätten wir doch auch oben rumreiten können eben. Dann einmal durch den Wald. Ah ja, neuen Wald entdeckt. Oh, und was ist hier? Du wieder, wa? Aktuell nicht. Erstmal will ich lesen lernen. Was schön, ne? So ein schöner Sommermorgen und dann reitet man hier durch den Wald. Das ist schon was Nices, muss ich sagen. Mag ich sowieso, wenn man irgendwie im Sommer früh morgens unterwegs ist. Irgendwie ist das geil. Irgendwie mag ich das. So, das sieht mir aus, als wäre hier Utschitze. Was wir noch nicht entdeckt haben. Jawohl, Utschitze. Genau, der hinkende Bandit. Jetzt geht's aber erstmal zum Schreiber. Ah, jetzt haben wir das auch als Schnellreiseort. Sehr schön. Da scheint mir der Schreiber zu sein. Da gehen wir hin. Du hast entdeckt Schreiber. Und ein Krämer. Nice. Da ist er doch. Meister. Ich möchte lesen und schreiben lernen. Guten Tag. Der Kerl mit dem Hingebein? Nee, ich möchte gerne lesen lernen. Ich möchte gerne lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet und einige Groschen. Ja, ist okay. Nun gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird, wo du es doch eilig hast. 50 Groschen. Na komm. Hier sind deine Groschen. Dann können wir gleich beginnen. Nein. Er brach zwar seine Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Na also, er lehrt uns schön schreiben. Und lesen. Lesen vor allem.
Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann diesmal ein Stück. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch, etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Es ist ein einfacher Text. Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast. Na also, wir lesen mal. Eines Tages ging ein Bauer zum Nest seiner Gans und fand dort ein Ei, das gelb schimmerte. Als er es nahm, war es schwer wie Blei. Nehme ich mal an, sie haben die Buchstaben verdreht, ist ja geil. Und er wollte das schon fortwerfen, weil er dachte, jemand hätte ihm einen Streich gespielt. Nach weiterem Nachdenken nahm er es jedoch mit ins Haus und fand kurz darauf heraus, dass das Ei aus purem Gold war. Jeden Morgen fand der Bauer ein weiteres goldenes Ei im Nest und schon bald war er reich. Doch je mehr Geld er besaß, desto gieriger wurde er. So entschloss er sich eines Tages, sich alles Gold, das die Gans in sich hatte, auf einmal zu nehmen. Er tötete das Tier, fand jedoch nichts. Ah, die haben die Buchstaben verdreht, ne? Da gibt es ja so diese Logik, dass wenn man die Buchstaben, egal wie man sie verdreht, man es trotzdem lesen kann. So, wahrscheinlich wird er uns jetzt was fragen wegen goldenen Eiern und Gans und hast du nicht gesehen? Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag ja. Mir, was darin steht. War mir klar. Dass Gier einem nichts einbringt. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Latein hatte ich nie. Na gut, gucken wir mal rein, wa? Ja. Gut, das ist jetzt halt auch für mich böhmische Dörfer. Verstehen Sie, Böhmen? Ah, ja, lustig. Wenn er jetzt fragt, was da drin steht, keinen Plan. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Shit, wir hätten es uns doch merken sollen. Nullus est liber tam malus. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich. Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Ah, hatten wir wohl Glück, wa? Quest abgeschlossen, mächtiger als das Schwert. Also, wir können jetzt lesen. Das ist ja nice. Bedeutet das jetzt? Nee, da will ich nicht hin. Jo, haben wir auch erledigt. Der läuft doch, oder? Und wenn wir schon mal hier sind, machen wir gleich mit der Hauptquest weiter, würde ich sagen. Wir haben ja auch einige Schatzkarten gefunden. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt?
Muss dieser Kleinbauer Heinz sein. Weiß nicht, was zum Deivel du von ihm willst. Und mir ist es auch gleich. Er hat am Dorfrand eine Hütte, in der Nähe vom Bach. Alles klar. Ja, was ich noch sagen will, wir haben ja einige Schatzkarten auch gefunden. Und wenn wir jetzt mit Hilfe von Lesen diese Schatzkarten lesen können, wäre das ja grandios. Da können wir uns mal auf Schatzsuche begeben. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, ich habe entdeckt den Pranger. Boah, hier geht's aber steil runter, wa? Checken wir mal Uschitze ein bisschen aus und machen gleich die Hauptquest weiter. Da ist er. Oh, was ist denn hier für eine Volksversammlung? Was ist da los? Da bin ich mal gespannt jetzt. Gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Garlitz. Ich stehe im Dienste von Hanusch Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Geflucht. Nun darf ich vorstellen, der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Oh Mann. Sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu. Frag so viel du. Oh Mann, den haben sie ja ganz schön zugerichtet. War ja klar, dass es hier jetzt nicht so einfach ist, dass wir den Typen finden, ihn zur Rede stellen und alles ist gut, ne? Hab da ja schon mit gerechnet, dass da ein bisschen was Härteres passiert. Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein, hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat.
Okay. Tja, dann wird uns jetzt nichts anderes übrig bleiben, als hier, wie sie uns alle angucken. Wer ist der denn? Dorfbewohner. Fangen wir mit ihm mal an. Glück und Gesundheit. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Frag ruhig. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer. Naja, die sind das ja echt alles. Alle Danke. Sehr hilfsbereit und jeder weiß was. Josef. Reden wir mal mit Josef. Leute, die Namen haben, wissen meistens was. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leipzig. Jo, komm. Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen, aber nie viel geredet. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du's sagst, er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeichtet. Hab mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Ah, ja. Also, da haben wir doch einen Hinweis. Der Pfarrer weiß was. So, jetzt gehen wir da nochmal gucken. Alter, haben die denn da dran genagelt, ey. Üble Geschichte, wa? Heilige Maria, welch Martha. An dem haben sie Mordsarbeit geleistet. Aber wieso hat niemand etwas gehört? Heilige Maria, welch Das haben wir schon. Martha. An dem haben sie... Was zum... Offenbar hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen. Haben sie ihn zuerst umgebracht und dann ausgeweidet? Das würde erklären, warum keiner etwas gehört hat. Alter, ekelhaft. Hier hat er gepennt, ja. Ein Bett. Ja, ein Bett. Ein Bett. Bett. Nichts Auffälliges. Wir sind quasi das FBI des Mittelalters. Was macht denn unser Hunger, wenn wir schon mal hier sind? 77, nee, geht noch. Hier ist auch nichts, ne? Da hinten vielleicht. Met, Schnaps, Wein. Ist nichts. Das machen wir aber doch mal auf. Im Zuge unserer Untersuchung selbstverständlich. So. Und ja. Ich würde sagen. Im Zuge unserer Untersuchung ist das hier auch alles beschlagnahmt. So. Was steht da oben drüber? Judas. Ah, Judas. Das könnte eine Warnung sein. Aber für wen?
Und wieso? Ob sich seine Bande zerstritten hat? Und einen schreibkundigen Banditen sieht man ja auch nicht alle Tage. Also, hat uns jetzt auch was gebracht, dass wir lesen gelernt haben. Judas, also hat er wahrscheinlich irgendwas verraten, ne? Sie kümmern sich hier um die Leiche? Gut. Also. Falsch. Wir müssen zuallererst mal hier mal wieder ein paar Skillpunkte verteilen. Das hätte ich ja fast wieder vergessen. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen. Ja, okay, das hatten wir schon. Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nach 20% schneller. Erhebt geringfügig die Sichtweite bei der Schnellreise sowie die Chance auszuweichen. Deswegen du länger ohne Schlaf auskommst, okay. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. In Städten und Dörfern sowie in ihren unmittelbaren Umgebungen erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke. Aha. Erste Hilfe, Verbände sind 25% effektiver. Ja, das machen wir mal. Das klingt gut. Kampf. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer ist die Chance, deinen Gegner damit einen Treffer zu vergiften. Aha. Nee, dann nehmen wir mal das hier. Aderlasser. Lesen. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig wie gewöhnlich. Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Nö, machen wir erstmal das hier. Reiten können wir verbessern. Dein Pferd kann mehr tragen und ist jedoch langsamer. Kann nicht mit der Spezialisierung Rennpferd kombiniert werden. Dein Pferd ist schneller, verliert jedoch einen Teil seiner Tragkapazität. Ja, dann nehmen wir mal Lastenpferd. Das macht mehr Sinn. Und Schlösser knacken. Ja, deine Tätigkeiten sind stabiler und halten deswegen doppelt so lange. Sehr nice. Trinkfestigkeit. Okay, da müssen wir auch mal dran arbeiten. Hauptstufe. Hier können wir noch. Vitalität. Du spurtest 20% langsamer, verbrauchst aber auch 20% weniger Ausdauer. Gesunde Ernährung. Wenn du dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst und auch nicht hungrig wirst, erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf... Ja, das nehmen wir. Das läuft doch ganz gut. So, dann haben wir doch hier wieder. Buffs haben wir. Gesunde Ernährung. Ja, läuft. Gut, dann haben wir uns mal... Du hast voll eine Spezialisierung. Nice. Dann muss ich jetzt aber nochmal reingucken. Was heißt der Buff jetzt? 5 Tage gesunde Ernährung ohne Völlerei, aber auch ohne Selbstkasteiung. Zahlen sich aus. Du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Vitalität und Agilität. Coole Sache. Alles klar. Jetzt würde ich sagen, wir machen aber direkt die Hauptquest weiter, ne? Wenn wir schon hier sind. Hier ist die Gerberei. Wie geht's denn jetzt weiter hier? Bringe mir über Heinz in Erfahrung, sprich mit dem Pfarrer. Wo bringt man denn am besten was in Erfahrung? Ich würde sagen, in der Schenke, oder? Die Frage ist, wo ist die Schenke? Wir reiten mal hier hoch. Was ist denn hier los? Ein Dieb? Wo ist der Dieb?
Ey, Meister. Komm her. Ich treffe den nicht. Zack. Und noch eine. Und noch eine. Zack. Also, läuft doch. Dem hast du's gezeigt. Ja, vom Feinsten. Und, hast du die Beute? Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Auch 4 Groschen. Das ist aber großzügig. Gut, der hat da wahrscheinlich nichts, ne? Oh. Nehme ich. Nehme ich. Weil sieh zu, dass du Land gewinnst. Wo ist er denn jetzt? War doch gar nicht fertig mit dir. Getrocknete Pilze will ich noch. Ja, komm her. Apples? Warum kommst du denn jetzt von vorne? So, da haben wir noch eine gute Tat getan. Jetzt will ich aber wissen, wo hier die Schenke ist. Haben wir hier? Unterkunft. Das sieht doch gut aus. Ne, Pebbles, wir können aber nicht hier so wirklich im Weg rumstehen. Wir müssen mal gucken, dass wir dich irgendwo parken können. Am besten am Parkplatz. Hier so. Komm, kommst unter den Baum. Hier ist schön schattig. Hier kannst du stehen bleiben. In der Schenke erfährt man dann normalerweise immer allerlei Neues. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Herr Hanusch trägt das einem Grünspan wie dir auf? Tja, was kümmert's mich? Frag! Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein komischer Kauz, immer am Saufen, übellaunig. Nur Gott weiß, wie der über die Runden kam, obwohl ich's mir jetzt gut vorstellen kann. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn in letzter Zeit nicht oft gesehen, nicht mal im Wirtshaus. Und dann taucht er gestern in der Kirche auf. Okay. Also das mit der Kirche, wissen wir. Hast du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Soweit's mir bekannt ist, hat er keine Verwandtschaft. Hab ihn nie mit wem gesehen. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? War, glaube ich, nicht zu Haus. Warte. Soll das heißen, er hat... Jesus Christus. Jo, ein ganz alles. Übler Danke. Typ. So, wenn ich aber schon mal hier bin, hätte ich jetzt gern mal ein Bier. Wirt. Mit ihm würde ich gern reden. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hahn. Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat, aber nach allem, was passiert ist...
Okay. Das ist alles. Danke. Lass uns mal handeln. Ich hätte gern ein Bier. Na, nee, komm, zwei Bier gehen. Was hat denn hier alles Ekliges? Eine Räucherwurst? Ach, guck an, bei ihm können wir Retterschnaps kaufen. Da würde ich sagen, dann nehmen wir doch aber mal einen mit, ne? Jo. Feilschen wir mal. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Ich zahl dir 95. Ja, das sollte passen. Also, läuft bei uns. So, dann setzen wir uns jetzt hier mal ganz gediegen hin. Was ist das denn? Inventar. Pfeifen wir uns mal zwei Bier rein. Energie minus zwei gibt es. Na komm. Trinkfestigkeit. Also, müssen wir auch mal ein bisschen skillen. Haben wir mal gemütlich zwei Bier getrunken. Was ist er hier für einer, Händler? Was haben wir hier? Was ist das? Händler oder sowas, ne? Dorfbewohnerin. Ja, dann würde ich sagen, wir suchen mal die Kirche auf. Wo ist denn hier die Kirche? Jetzt haben wir einen kleinen Tee, einen im Tee da unten. Ist auch gut. Was haben wir hier? Ach, der Schreiber, ne? Jo. Da ist die Kirche. Ich spreche mit dem Pfarrer. Der ist da hinten irgendwo. Wo ist der Pfarrer? Ah, guck an, da ist die Kirche. Haben wir den Bäcker. Und dann wird ja auch hier... Oh, guck mal, wie er schwankt, Alter. Guck mal. Sau gut, oder? Der sieht mir doch nach Pfarrer aus, da. Was macht der denn da? Hallo? Was tun Sie hier? Was ist er denn für einer? Möge Gottes Segen mit dir sein, Pate. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl im Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als sitze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube... Er war kein so schlechter Mensch. Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Das tut mir leid. Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja. Aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Gab's das damals schon? Beichtgeheimnis, ja? Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu.
Okay, wir haben hier 7 und hier 8. Heinz ist tot. Ihm kannst du nichts mehr sagen. Aber wenn du nichts sagst, schadest du damit womöglich anderen. Ich würde einen Eid brechen. Einen der Grundpfeiler der Heiligen Mutter Kirche. Wenn die Leute glauben, dass auf die Heiligkeit der Beichte kein Verlass ist, wären die Folgen sogar noch schlimmer. Schlimmer als der Tod Unschuldiger? Schlimmer als Mörder, die ihrer gerechten Strafe entgehen? Niemand entgeht seiner gerechten Strafe. Na, super. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein, aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Alles klar. Und er wäre auch Schwertmeister. Überall Gräber, klar, Friedhof. War ja früher so an der Kirche. Wie detailgetreu das einfach nur gemacht ist, ne? Wie richtig schön, ey. Das sieht aber nicht so aus, als würden hier Gottesdienste fest gehalten, oder? Sieht mir ziemlich fertig aus, die Kirche. Wie komme ich denn da hoch? Du bist in einem privaten Bereich. Echt? Die kleine Kammer ist ein privater Bereich? Er läuft. Also gut. Am Abend in der Schenke treffen. Wir haben gerade mal Mittag. Ist die Frage, was tun wir? Wo läuft der denn hin? Geht's in die Schenke oder was? Warte mal, ich hol dir was zu trinken, Boy. Ihr stellt euch unter, weil es regnet oder was? So. Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Das sind wir ja mal nicht so. Wir geben ihm mal ein Bier. Danke. Tausend Dank. Du hast wahrlich ein gutes Herz. Was haben wir denn jetzt hier für eine Quest am Laufen, sag mal? Immer noch Infos finden, oder was? Bring mehr über Heinz, über den hinkenden Heinz in Erfahrung, ja, tatsächlich. Und das mit dem Pfarrer ist nur optional. Was hat er denn? Der steht ja immer so komisch in der Gegend rum. Weißt du schon, wie du mir bei meinen Untersuchungen helfen kannst? Sparen wir uns das für den Abend auf. Komm in die Schenke, dann reden wir darüber. Pater, habe ich dich nicht draußen mit dem Schwert üben sehen? Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Ah ja, bei ihm können wir uns dann auch Arbeit abholen, aber das will ich alles nach und nach machen.
Ach, guck mal, die stellen sich unter, weil es regnet, ne? Wie geil. Wie geil. So, dann würde ich sagen, um hier mal ein bisschen vorwärts zu kommen, wir setzen uns hier mal hin. In den Regen natürlich. Warten bis zum Abend. Ich würde sagen, 18 Uhr ist eine gute Zeit. Und sprechen dann auch mit dem Pfarrer. Bevor wir irgendwas anderes noch machen. Weil ich möchte so eins nach dem anderen abfrühstücken. Ich will nicht hier und da anfangen, sondern erstmal dann vielleicht in, nicht Scarlet's, wie heißt es? Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Ich habe den Namen bekomme ich noch so ein bisschen durcheinander. Dass wir erstmal einen Ort nach dem anderen machen. Sonst kommen wir hier ein bisschen arg durcheinander, das muss ja auch nicht sein. Also dann will ich mal gucken mit dem Lesen. Trägt er immer noch. Und dafür haben wir keinen mehr im Tee. So. Wo ist denn der Herr Pfarrer? Mal reden mal mit ihr mal noch. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hahn. Weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag. Was war der hinkende Heinz für einer? War nicht zu übersehen, dass er ein Tun nicht gut war. Hab mich von ihm ferngehalten. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit dem Pfarrer. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Wahrscheinlich. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Soviel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Das ist alles. Danke. Sie waren mir eine große Hilfe, Madame. Sag mal, was ist denn bei denen Abend? Wie in der Hölle, dann reißt dich der Wind fast von den Füßen und plötzlich ist es windstill. Wird mich nicht wundern, wenn es bald schneit. So war es doch schon immer. Und wenn es schneit, dann hole ich einfach den Schlitten aus der Scheune. Du veräppelst mich doch. Wird mir nie einfallen. Tja, mach du nur deine Witze. Aber in Sternberg soll es wirklich geschneit haben. Humbug, wer sagt denn sowas? Es ist wahr, ich schwöre. Der Bruder meiner Gattin verkauft dort immer Eier und Milch. Er hat gesagt, unter der Burg war kein Schnee. Ganz oben, aber knietief. Das Wetter spielt verrückt, sag ich dir. Das sagst du ständig. Und jedes Jahr ist das Wetter so wie immer. Tja. Ihr habt doch noch nichts von der Erderwärmung gehört. Ja, was ist denn jetzt nun los mit dem Herrn Pfarrer? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Schönen guten Tag. Gelobt sei Jesus Christus. Ja gut, das sind die üblichen Sachen. Brauchen wir jetzt nicht ständig anfangen. Schloss knacken, sehr schwer. Wäre jetzt auch blöd, hier ein Schloss zu knacken, ne? Vielmehr interessiert mich, wo ist der dumme Pfarrer? Und wann kommt der... Pebbles steht da immer noch rum. Hier ist der Schweinestall. Die Latrine. So. Pebbles, mein Freund, geht's dir gut? Könnten uns mal waschen. Ein Badehaus wäre auch nicht schlecht, die Tage. Wo ist der denn jetzt? Jetzt steht er wieder da rum. Ja, wann ist denn bei denen Abend? Hier, ich warte mal noch 2 Stunden.
Weiß ja kein Mensch, wann die sagen, dass Abend ist. Sag mal, 20 Uhr, das ist für mich Abend. Da trifft sich alles in der Schenke. Dorfbewohner. Ah, der Herr Vogt, auch am Bier trinken. Da sitzt da der Herr Pfarrer. Ja, also, läuft doch. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ich bin aus Scarlets. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Wir sind mal ehrlich mit ihm. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kam einfach aus dem Nichts und begann zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalenberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt, wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute haben dort Schutz gesucht über sie. Sie. Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. Diesmal übertreiben sie nicht. Es spielt keine Rolle, was dort geschehen ist. Ne, wir sind einfach mal ehrlich zu ihm. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen. Aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet. Aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun... Ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Ah ja. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Da bitte sehr, auf gute Gesundheit. Du redest dich bloß raus. Die Leute, die die Kirche als korrupt bezeichnen, haben recht. Ihr schert euch um niemanden, bloß ums eigene Wohlergehen. Tut mir leid, dass du das so siehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du dich irrst. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschitze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Da
Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst dein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Alter, was geht denn mit dem, hey? Du willst gegen Lasterhaftigkeit predigen. Was hältst du von Hus? Die Lehren des Jan Hus? Was halten die Leute davon? Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Aha. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Hier. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Ja gut, jetzt kommt genug vom Predigen. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Jan Hus. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Ah, das hört sich gut an. Ja. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Jetzt geben wir uns ordentlich mal ein. Wir haben was über Jan Hus gelernt. Wenn der Name so angepriesen wird, dann... Vielleicht plaudert er im Suff was aus hier, unser Pfarrer. Genug. Vogt! Komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits.
und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schanzstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wirkung. Das reicht. Männer, werft sie hier raus. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir... Ich kann mich doch mit denen jetzt nicht prügeln. Der ist doch voll wie 10 Russen. Aber dafür ist die Trinkfestigkeit gestiegen. Aua! Zack. Ah, der kann nicht mehr. Alter, der ist voll mit 10 Russen. Na komm, hau ihn um. Au, 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 au. Au. Ich kann nicht mehr weglaufen. Allerdings habe ich die Aufgabe abgeschlossen. Steige den Glockenturm hinauf. Warum? Weil ich sehe nichts. Alter, rotze dicht. Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Pass auf, dass ihr euch nichts tut. Gut, wenn du bist ein Hornochse. Alter, was geht denn ab, ey? Habe ich jetzt tatsächlich mit dem Pfarrer gesoffen? Können wir doch nicht machen, oder? Sag wer! Lass es läuten, Mädel! Das macht richtig Spaß! Alter, kotzt der da ernsthaft aus dem Glockenturm? Was ein Kasper, Alter! Alter, was hat der denn vor? Ganz sauber ist der nicht, oder? Ah, okay. Oh, Alter, ich glaube, die Folge muss ich ab 18 machen, ohne Scheiß. Alter. Der Pfarrer hurt durch die Gegend, ey. Alter, was ist denn los, ey? Krasser Scheiß. Oh Mann. Oh Mann. Gesucht werden wir auch. Erfolgreicher Abend, würde ich sagen. Alter, guck mal, ich bin so dicht. Ich bin so dicht. Alter. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Sau gut, ey. Sau gut, Alter, sau gut. So. Aber verraten hat er uns immer noch nichts, ne?
Edwin, du Esel! Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Heilige Schatten! Was zum Henker bist du denn? Heinrich! Mein guter Freund Heinrich! Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh. Was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Oh. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan ist. Es war ja klar. Es war ja klar. Alter, haben wir da einen losgeledert, oder? Richtig krasser Scheiß. Okay, liebe Leute, die Folge geht jetzt schon eine Stunde, würde sagen. Wir machen hier mal einen Cut. Na gut, das nehmen wir jetzt noch mit. Plötzlich ist das Beichtgeheimnis also nicht mehr so heilig? Geh nicht zu weit. Eine zweite Chance gebe ich dir nicht. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Um Gottes Willen. Wunderbar. Dann... an die Arbeit. Um Gottes Willen. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Wir sind immer noch betrunken. Ich mache mal Pause. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Und dann geht's weiter hier in Kingdom Come Deliverance. War eine lustige Folge. Und mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, dass der Pfarrer uns ein bisschen was verrät. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, bleibt alles wie immer euch überlassen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dahin. Ciao, ciao.